heute Morgen gesehen hat, das Trauerspiel am heutigen Morgen, wer das ansehen musste, als der CDU-Innenminister Strobel bezüglich der aktuellen Debatte zum offenbaren Mord an einer Schülerin durch einen Asylbewerber in Illerkirchberg erklärt, dass selbst die Frage danach, ob die innere Sicherheit noch gewährleistet ist, diese Frage sei Hetze. Das hat er so wörtlich gesagt, dass man darf nicht mehr fragen, ob die innere Sicherheit gefährdet ist. Das ist Hetze. Und wer so einen Innenminister hat, der muss sich nicht wundern, dass in der inneren Sicherheit Hopfen und Malz verloren ist. Die Innenstädte werden deshalb nicht sicherer. Es wird immer gefährlicher für die Bürger, solange der Innenminister Strobel heißt.